So, willkommen zurück zu Let's Watch. Let's Let's Watch Flash. Light, let's sterb, Let's tausend Stab. Tode. Gemeinsam, genau. Wir schauen heute den zweiten Teil von So wie Lord of the Rings Part 2 auf 2, der auch nochmal viel, viel länger geht. Das habe ich, glaube ich, an. Ja. Auf Russisch, das ist aber gleichzeitig Englisch. Das ist ein bisschen verwirrend. Und ich gehe mal auf Vollbild, guck mal, wie das wäre. Genau, okay. Alles klar. Wir können. Ihr könnt gut erzählen. 3, 2, 1, go. Brigi. Ja, schon im ersten Teil, wenn ihr euch das nicht entgehen wollt. Ja, das ist so spannend, das müsst ihr auf jeden Fall Doch, wollt ihr. schauen. Ich weiß genau, wenn ihr das irgendwer antwortet von dem zweiten Teil, dass ihr euch hier die gleichen Fragen stellt wie wir. Welche Fehlentscheidungen in meinem Leben haben mich zu diesem Punkt geführt? Klingt ehrlich Wenn gerade ihr auch. jemanden gefunden habt, der euch diese Fragen beantworten kann, schickt mir bitte die Nummer, danke. Ja. Der geile Soundtrack geht weiter. Mama wäre nicht stolz auf mich, wenn die wüsste, wo ich hier gerade bin. Schauspieler, 10 von 10. Ja, gemaxt einfach. Mary. Mary. Sam. Oh. Так где же вы, ребята? Also da würde ich erstmal meinen Hut aufsetzen. Ja. Oh nein, Kerzen. Beckmann, vier Schlüssel. Alter. Special Effect, 10 von 10. Diese Superhelden, so super Schurke. I'm very white. Ja. Ah, okay, er hat sogar ein Gesicht. Irgendwo. Ich glaube, auf das Make-up waren die richtig stolz. War bestimmt auch ein One-Take, dann. Ja. Tja, Beckmann, das hast du alles verpasst, wenn du nicht Bücher gelesen hast. Wenn da so viel Scheiß drin steht, dann habe ich überhaupt kein Interesse, die Bücher zu lesen. Uno Reverse Card, du bist tot! Spiegel, verdammt! Gummimauer, ach fuck. Scheiß Hügelgeister-Döns. Immer zweimal mehr wie du. Oh nein! Может быть, надеть волшебное кольцо? Тогда невидимкой я смогу Нет. Нет. Хоббиты не бросают друзей в беде. Нет. Нет. Мэри. Мэри, ты меня слышишь? Нет.
Also der in der Mitte atmet aber heftig, du. Ja. Dem geht's gut. Oh Mann. Jetzt lernen wir wenigstens mal, wer wer ist. Vorher hat man das ja nicht einmal gehört, wer Pippi, Mary und Sam sind. Ребята, мы не погибнем никогда. Но помните же, Том говорил позвать его, если... Ich bin schon gerade fast am Weinen, das ist schon sehr tragisch gerade. Бомбадил, бомбадил, помоги нам, бомбадил, бомбадил, Boah, damn effects, ey. Ah, oh, ich pack mal diesen Stein hier weg. Oh. Mach da halt wirklich. Und die Wodkaflasche auch weg hier, komm. Oh, Dingbums. Ah. Meine Leber tut weh. Also Beckmann ist eigentlich am fettigsten von allen, ne? Das kann so nicht mehr so eine hat der Riesenfan. Ja, das Ding ist, ich habe halt, bevor wir mit dem Quiz angefangen haben, noch drei halbe getrunken, ne? Ja, auf der Arbeit. Bombay, das Theme ist schon nice mit dem Ja, also es passt wenigstens einigermaßen. Pass auf, dass jeder ein Messer kriegt, stimmt auch. Damit tötet ja Pippin den Hexenkönig. Genau, das stimmt. Stimmt, ja. Zurück zum Drogentrip. Whee! Jetzt haben sie schon Pferde. Alle. Ich find's geil, wie sie von diesem gruseligen Team innerhalb von einer Sekunde so, wow. Ja, weil die nur drei Soundtracks haben. Die haben mal dieses so. Die haben noch mehr. Die haben noch den Electro-Groove von den. Ja, stimmt, Electro-Groove von den Nazgul. Ja, aber. Von Eurodance weiter haben sie noch, ja. Oh, guck mal, Alter. Die Kamera, hallo! Also das muss mein Tinder-Profil werden. Oh, da sind sie. Da sind sie. Weg. Und da ist er wieder weg. Wo bleibt das Sound ist ausgefallen? Der Sound ist aus, ja. Ja, auch gerade ausgefallen. Ja, aber es kommt bestimmt gleich wieder. Ist halt komplett weg, nicht mehr das Kamerarauschen ist da. Ja. Das war einfach zu gut, diese... Ah, da ist es. Росло в душах наших друзей с каждой минутой. Отважные хоббиты... Ah, zurück. Gut, ja, voll für mich die Musik. Но это было не так. Скоро они найдут трактир Лаврена Ракиса. Баллимен Бриблум. До которого им надо было миновать неторное перепутье. Den habe ich euch ja schon ausführlich gespoilert. Ja, aber den kennt man doch aus dem Film, oder? Ja, Ich weiß nicht, ob der Name nicht erwähnt wird, aber er ist auf jeden Fall. Der da auf dem Pferd saß. In der Beschreibung ist ein Link, da kannst du sehen, welcher Actor wen spielen soll, ne? Achso. Aber das Set haben sie sich Mühe gegeben, das sieht doch mal. Das sieht nach einer Taverne aus, das stimmt. Das sieht auch aus wie ein Butterblüm. Ja. Ja. Jawohl, aber. Ja, okay. Mal, Kunden, Kerze. Die lieben es, auf Kerzen zu fokussieren. Aber ich glaube, Butterblüm war blond, glaube ich, laut dem Buch, aber passt schon. Sams Augenbrauen machen mir Angst. Das ist das Gruseligste am ganzen Film. Was ist den Leuten wohl alle geworden ist? Sibirien verloren gegangen. Ja, wahrscheinlich. Karriere. Ja, es war Adaption westlicher Materie und dann direkt Sibirien. Mister, Mister, там, Mister, я советую вам отойдите.
Разговор принимает опасный оттенок. Ну и что такого? Мне нечего скрывать. Вы уверены в этом? Warum fühlt sich diese Szene so an, von wegen, der will die eigentlich nach hinten locken, damit er die alle roofen kann? Ein Lied! Ja, eigentlich ist von dir, eigentlich von Frodo. Klaut einfach die Show. Er singt doch wirklich irgendwas. Polly, ja, das ist der originale Text. Ne? Sein Gesang ist halt. Aber sie kann singen, ja. Also. Sie ja, aber er nicht. Mach ruhig mal klatschen, du. Weiß nicht, was sie haben. Sie ist ein Jedi. Видно, что-то не то происходит. Hä? Und weg ist er. Ja. Oh, die Situation ist ein bisschen argboard. Erstmal den Ring aufziehen, der mich unsichtbar macht. Ich bin 5 Meter weiter links. Довольно вам баловаться с вашей игрушкой. Наклечьте на себя беду. Ich hab ne tiefe Stimme. Und ich bin cool und geheimnisvoll und mysteriös. Ich hab meine eigene Kerze. Und ganz Gänsebraten. Und hey, das ist die Kerze. Guck mal. Ja. Ich find's geil, wie alle normal weitermachen, als wäre eben jemand unsichtbar geworden und einfach verschwunden. Aber es ist ja was Alltägliches hier in der Taverne. Lass uns mal einfach am Tisch sitzen und weiter quatschen. In Taverne und Russland sind öfter mal Leute einfach so verschwunden, das war... ja, ganz normal. Und plötzlich Sibirien. Erstmal mit dem besoffenen Kumpel abschleppen, ja, und ja. Schön ins Bett bringen. Das ist ja von Farben, Alter. Fehlt halt auch die Mucke im Übelst. Ja. Zwei Kerzen! Beckmann! Oh, jeder hat eine Kerze! Weil eigentlich ja nicht ausreicht. Postet alle einmal F in die Kommentare für Beckmanns Liebe, danke. Ja. Und für unsere Gehirne, wie er sagt. Прятаться нам надо. Скрываться, вы. Мозги, мозги. Мистер. Dieser Pornobalken. Я накручивался. Мой друг Гэндальф описал мне ваши приметы и сказал, что вы назоветесь накрученцем. Вам угрожает опасность. Вот видишь, Фродо, видишь, нам угрожает опасность. Danger, quite that. Ваш друг? Mit dem Bart wäre ich auch ganz als Freund. Действительно, совсем голову потерял. Ничего не значит. Три дня назад. Здесь были черные всадники. Какой ужас. Они прямо в глотку мне вцепились, подавая им Фродо Торбинса. А где я его возьму? А теперь вы тут. Фродо, ты должен себя беречь. Очень беречь.
Что вы хотите сказать? А то, что вам спасаться надо, а вы тут дурите. Вот письмо от Гэндальфа для вас. Письмо давай. От Гэндальфа. Фродо, давай, прочитай письмо и ложись спать. Ложись спать, на тебе лица нет. Прошу вас. Спасайтесь, и я помогу. Ich bin auch da. Hallo. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. И зачем нам ваша помощь? Нечасто на тяжком пути встретишь человека, который предложит руку помощи. Ну ладно, да будете вы в конце концов читать письмо. Да. Давай читай. Давай читай. Ich krieg auch mal solche Briefe von dir. Ja, ich wollte gerade sagen, so riesige Schriftrolle, so ein Brief. Kann doch gar nicht lesen. Oder er macht sogar Sound, das ist wie oft da im Geburtstagskarten. В дороге ты встретишь друга, его зовут Бродяжник. Бродяжник. Он все знает и поможет. Торопись, прости. Так, слово, не надевай кольца ни в коем случае. Идите днем, ночью прячьтесь. Ночью прячьтесь. Да? Еще к слову. Бродяжника зовут по-настоящему Арагорн. Арагорн. Сам пират. Древний клинок ярый. Выйдет на битву король следопыт, зрелый не значит старый удачи. Старый? Гэндальф. Gut, dass ich nochmal wiederholen, dass das von Gandalf kommt, nachdem er gesagt hat, der Brief wäre von Gandalf. Ja. Kommt ein Ja immer befragen. Уважаемый бродяжник, я сейчас вас проверю. Твое настоящее имя? Ну? What the fuck? Hey, ich stand dabei, als ich es vorgelesen habe. Ja, das ist so dumm. Ja, Ragor. Ja. Natürlich würde ich das sagen jetzt. Verdammt, der ist gut. Wie hat er das nur gemacht? Oh Mann. Basho. Ich brauche mehr Bier. Mehr Hände. Моя жизнь или смерть? Ich bin Batman. Ja, ich bin... Was, Batman? Ja. Oh Mann, 17 Minuten sind wir erst. Scheiße. Oh Mann, ey. Die schwarzen Ritter sind da. Wenige mehr Sekunde und Minute, wo ich mir das anschaue, will ich die Originalfilme schauen. Also die Sie warten noch an der Rezeption und schauen die Klingel. Ihr habt Zeit. Ding, ding, ding. Warum hat denn der so einen hessischen Namen da eigentlich, Aragorn? Ja, weil er ein krasser Streicher ist. Ja. Richtiger Malermeister. Oh, hört ihr? Oder sie kommen näher. Der Euro. Die Techno-Mucke will jetzt schon zu hören. Also wie bei Daylight, wenn du vom Killer gejagt wirst, kommt so Techno-Mucke. Ich muss auch mal pinkeln, ich bleib hier. Alter. Путь к раздолу был долг и труден. Путники не раз встречали метку, оставленную здесь Гэндальфом. Значит, Гэндальф проходил до них. И вот оно случилось, то самое страшное. Со всех сторон к ним стали приближаться зловещие тени. Wo war Gondor, als das gedreht wurde? Ja, ist so. In Gondor. Oh, jetzt tut sich die Fiebs bemerken. Aber immerhin haben sie drei Leute gefunden, die ein Pferd reiten können. Und dunkle Kapuzenmäntel tragen können. ist schon Aufwand, ist schon Budget, was da reingeflossen ist. Ja, doch. Hat er einen Punkt. Alter, diese... Oh, nervt so, Alter. Ja, es ist so furchtbar. Oh, ich sehe Fotos im Himmel.
Уходите к себе, ist wieder so eine Trip-Szene, ey. Wo ich die Augen einfach nur verschließen möchte und das Headset absichten möchte. Das ist ein 2 Stunden langer Trip, also ich weiß nicht, was das ist. Das Einzige, was einigermaßen wie in den Filmen von Peter Jackson wirkt, sind die Pferde. Aber die sind schon stark. Вы не получите никогда. Я не ваш. Я вам не дам. Sieht er nicht gefährlich aus? Jetzt der Song. Jawohl. Vielleicht ist das auch einfach das längste Musikvideo der Welt. Ist schon ziemlich gut, der Song. So, wir stechen dich ab und dann reiten wir weg. Ja. Braucht kein Aragorn, der uns anzündet oder so. Nee, alles fritschi. Ich stell mir vor, wie so die Reiter da einfach alle ihre Trommette haben. Der eine ist Balalaika, der hat so seine. Ich weiß nicht, wie man das. Wie hieß das nochmal? Die Harmonika hat. Was ist das jetzt in der Mezzo? Was soll das sein? Es ist aber. Der Song ist aber gut, ey. Ja. Ist schon deep. Ja. War auch wieder gerade kurz davor zu weinen. Guck mal, jetzt ist er in Preußen. Hörst du die Musik? Oh nein. Ein preußischer Fiebertraum. Beckmann, alles okay? Wir reden über Preußen, du sagst nichts. Ich glaube, der ist tot. Ja. Glaub, Beckmann, lebst du noch? Ist auch so geil. Du hast gerade den Tod gemacht. Ich bin Gandalf, ich bin nett. Ja, passt schon. Okay. Ich hab jetzt, also mein Bier ist jetzt weg. Ich hab die halbe Flasche Wodka drin. Ich meine, halbe Flasche. Ja, ich muss jetzt mit Gin weitermachen, weil ich hab kein Bier mehr zu Hause. Kartoffelsaft ist das. Ein Sixpack war leider zu wenig für den Abend. Ja, das hab ich hab euch vorgewarnt. Ja, eine Flasche Whisky ist leer. Нет, Фродо, все впереди. Прости меня. Warum guckt Gandalf eigentlich dauernd in die Kamera? Weil er ein guter Schauspieler ist. Ja. Weil das ist mächtig genug. Ich dachte nur, Tom Bombadil kann das. Ja. Hey, sind wir jetzt schon am Ende von Teil 3 mit nein, das ist, nein, das ist jetzt Bruchteil. Der Beckmann so weiter trinkt, ist ein Erbruchteil. Warum ist mein Leben so hart? Das ist wirklich der Abend der falsch entschiedenen Lebensentscheidung. Ja. Morgen komme ich so online, habe mich alle aus Steam gelöscht, alle aus Discord gelöscht, ich bin überall geblockiert. Kriegst du Montag Eilbrief ein, so für der Klage wegen Körperverletzung. Ничего не бойся, Фродо. Конечно, совсем не хочется невзгод, но продвижение вперед без них не бывает. Фродо, припасов возьмем побольше, держи. Oh, gleich seht ihr zum ersten Mal die Gefährten, das wird auch so schön. Ведь я теперь обращен в ваше пластье, Фродо. Nein. Надо. Властелин кольца, злобный черный солдат. Was war das für gerade für ein Lasergewehr in der Hinterhand? Ja, vielleicht kommen gleich noch Xenomorphs, der Film wenigstens besser. Richtig. Glaube ich nicht, immer Xenomorphs in den Effekten vor. Oh Gott, nein. Ihr habt Gollum gesehen, eigentlich. Also war doch sehr nah dran. Gibt mir der grünen Schwimmmaske und ein bisschen Efeu drüber geklebt. Ja. Und Gandalf ist wieder so winzig wie ein Hobbit. Ja. Tom Bombadil ist einfach dran. Ja. Und Sam Gamgee benutzt Eyeliner und hat sich auch Augenbrauen gezupft, bis nichts mehr übrig war. Und hat rote Haare. Und einen schlechten Armverband. Ja. Und komische Halsbänder. An alle Zuschauer, die das aus der Kindheit vielleicht kennen und geguckt haben, es tut uns leid, aber es ist
Es tut mir übrigens auch leid für irgendwelche Aussagen während des Videos, aber ich bin verzweifelt. Es tut mir auch echt leid, wenn man das in seiner Kindheit geguckt hätte. Ведь был когда-то смертным он, а стал чудовищем болотным, которого сгубило волшебное... Also wenn du es jetzt normal schauen würde, würde ich an der Stelle ausmachen, weil er so kacke ist. Es ist so langweilig. Ein Drittel des zweiten Teils haben wir es. Also. Ja, ja, es ist... Wir schaffen das schon. Фродо, племянник мой, да? Что с тобой, Фродо? Я ранен в плечо, Бильбо. Где тебя угораздило? Ты знаешь, четыре человека, они меня внезапно окружили. Мне было так страшно. А один удар у меня мечом. Я больше ничего не помню. Я помню, что проснулся в этой замечательной стране. А кольцо, Фродо, кольцо, ты не... Кольцо, нет... Не отдал. Я им не отдал кольцо. Ну, молодец, Фродо. Какая счастлив видеть тебя, Фродо. Счастлив, мило. Да я, честное слово, думал, что никогда в жизни больше тебя не увижу. Фродо. Разве может исчезнуть Бильбо Торбенс? Я, сын наш, wiederum ganz schön eigentlich. Я навстречу тебе, мой Фродо. Мой дорогой. Alter. Also, oh nein, ey! Ich finde, der Typ ist der Schlimmste am ganzen Film. Ja, weil er halt so sinnlos ist. Der ist einfach da, aber er macht nichts. So, da sind sie, die Gefährten. Was sind wir gerade? Scheiße, Elrons Rad. Was ist mit der Kamera schon wieder los, ey? Mach die doch mal sauber. Da ist Elrond. Bin ich jetzt gar nicht mal so. Boah, aber immerhin, du kannst nichts aus deiner Stirn schreiben, ne? So wie im Original. Oh, Aragorn? Aragorn, das ist so ein Bettler, Alter. To be fair, in den Büchern stand auch als nicht besonders hübsch drin. Ja. Irgendwie sehen auch alle Bärte in diesem, Film falsch aus. Oh, Boromir ist halt nicht... Bilbo Baggins? Das war's. Nice, Beckmann. Ich find's geil, wie sie einfach die anderen vorstellen. Zwerge und Legolas. Aber einfach die Kamera nicht drauf zeigt. So. Ja, ihr wisst schon, wen wir meinen. Ja. Ey, aber ernsthaft, die ganzen Bärte sehen irgendwie alle falsch aus. Da hat doch keiner einen echten Bart irgendwie. Nein, da sahen Bärte damals so aus. Nein, Bärte sahen heutzutage sind alle falsch und wir waren wahrlich echt. Ah, so, okay. Komisch. Meiner ist dann auch. Okay. Ja, ja. Krass. Den bildest du dir nur ein. Ja. Der ist nicht real. Den klebt mir Mama heimlich an, wenn ich schlafe. Ja. Hast du dich nicht gewundert, dass du einfach mal da war, als du 14 warst? Ja, jetzt wo du es sagst. Auch die unten am Sack, ja. Ja. Wer ist das dann auch Mama. Bilbo? Ja. Wer ist das neben Bilbo? Definitiv. Alter. Es tut so weh. Ich finde für deren Verhältnisse, dass er wahnsinnig wurde, um den Ring wieder zu haben, war das gar nicht mal so schlecht, die Quelle. Also doch, schon war es ziemlich schade. Geht wieder. Ja. Ein Shotgun Wodka und dann geht wieder. Ja. Ah, Bierschiss ist vorbei. Könnte halt auch sein, original Facecam bei Bierschiss, ey. Я стал привыкать к нему. Оно меня уродовать. Старгейт übelst, Alter. Jawohl, warum hier? Кольцо всевласти, я слышал, бесследно исчезло. Das Ding ist, der hat wirklich so ein Verrätergesicht, oder? So ein 31er Face. Und diese Goldkette. Sieht aus, als könnte er mal drei Pfeile in die Brust vertragen, ey. Меня тянет к нему. Dezenter Hinweis. Ja.
У вас нет иного выхода, кроме борьбы с врагом не на жизнь, а на смерть, даже без надежды победить этого врага. А кольцо... Вы же сами собрались здесь, чтобы решить, что же нам делать. Ich sehe da übrigens ganz schön viele Kerzen, Beckmann, aber ich will ja nichts sagen. Если же необходимо уничтожить врага, machen sie aber Sinn, finde ich. Vorher haben wir einfach Beckmann, hello. Ja, aber ich kann vorher haben sie einfach Ich muss mal gerade ins Dark Web, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwo eine Leber kostengünstig finde. Оно должно быть уничтожено там, где его сковали. Ihnen haben sie das Mikrofon falsch eingestellt. Ah, Leute, ich muss das mal weg. Ich habe gerade eine dringende Bestellung für eine Leber bekommen. Ich muss mal kurz eine besorgen. Kannst du mir auch irgendwie Gehirnzellen zurückgeben? Und Lebenszeit und Freude? Wie soll ich das denn machen? Sieht aus wie ein Zauberer. Wie Gandalf. Sag mal ruhig, Mr. Bean will was sagen. Und hier, der Typ von der Head & Shoulders. Schwedisches Haarmodel. Ja, er hätte auch bei der Alpizin-Werbung gemacht. Oh, die Zuckerblätter. Du wolltest Saruman sehen? Ja, Saruman. Oh, jetzt kommt's. Guck mal, er hat mir eine Fahrradspeicher gekriegt. Alter! Saruman, der Weiße, er hat schwarze Haare. Meine Gott, in der Fahrradspeicher auf dem Kopf. Mann! You're a wizard, Harry! You're a Harry Wizard, was? Oh, es zählt nicht als Kerze, oder? Es zählt als 10 Kerzen. Das ist eine Feuerschale. Guck mal, sie haben diesmal nicht auf einer Kerze gesucht, sondern aus einer Feuerschale raus. Er guckt wieder in die Kamera. Er auch. Das ist der schlechteste Saruman, den ich jemals gesehen habe. Ja, den haben sie echt null getroffen. Also, ja. Gut, aber ich meine, die Latte liegt auch sehr, sehr hoch. Mit Christopher Lee, also. Ja. Man kann natürlich nichts mehr daran gut finden, wenn man die Original, wenn man die, also Originalfilme sagt. Ja, aber ich meine damit auch, dass, ja, also, dass ich auf dem Fasching Zehnklässler gesehen haben, die sich als Saruman verkleidet haben, die realistischer aussahen. Ja. Sehr. Okay, ja, das stimmt. Aber die hatten meistens dieses Idealbild halt schon vor sich. Aber wenn man dieses Christopher Lee-Bild von Saruman im Kopf hat, das ja, kann halt auch nichts mehr toppen. So. Nee. Aber selbst die Spiele, die nach den Büchern gehen, haben den mit weißen langen Haaren dargestellt. Die Orks. Ja. Die Orks dancen. Alter, die besten Europa-Elbe. Von denen hätte ich auch Schiss, du, ey. Also, wie... koordiniert die da angreifen, da ja, hätte ich echt Alter, das ist ein Schwung! Und Schwung! Ja, so Jetcoreografie! Richtig wie so Age of Empires Einheiten, einfach ja, kloppen! Schwung! 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 Nummer, Schwung! 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 Ich höre schon auf! Ich glaube, in mir ist gerade was abgestorben. Könnte die Leber sein! Ich glaube, ich muss mir auch einen anderen Fuß schießen. Ach, gleich kommt die besten Special Effects eures Lebens. War doch schon auf Властелина. Я ухожу прочь. Ты знаешь, где хранится кольцо? Скажи мне. You know where the кольцо пита is? Tell me. Теперь, когда я узнал твои намерения, я не скажу ничего. Тогда ты останешься здесь. Ich finde es russisch, aber manchmal haben die schwarze Sprache von Sauron. Ja, russisch. Ich, russisch ist einfach. Hat er ein Gesicht eigentlich auf seinem Umhang? Ja, ich sag ja, die Umhänge von denen sind ganz strange. Er hat Gandalf gerade nur in die Kamera geguckt, um dazu was zu sagen. Oh nein, die Tore gehen zu. Krass, Magie.
Was soll ich nur tun? Ich glaube, wenn wir das gesüngt hätten, wäre es besser geworden. Das müssen wir uns gerade anschauen. Ja, erst mal wieder Faceballen. So, jetzt kommt die beste. Was ist das? Jetzt muss ich aber richtig los, Alter. Ich hab keine Extremitäten mehr, um hier reinzuschießen. Der ist auf der Taube weg. Das war doch Henno in dem Taubenkostüm, oder? Ja, echt mal. Bin wiedererkannt. Feino. Ehre Allah! Richtig einbeklungen. Auf Ehrenbruderbasis. Unnormal belohnt, Allah. Kann ich mehr. Danach richtiges Acker mit in die Rüstung rein. Wie viel haben wir denn noch? Oh nein, halb Stunde. Erstmal 10 Stunden Hardpass in die Rüstung, Alter. Was hast du getan? Was denn? Oh. Bei der Vogelszene ist innerlich was gestorben. Alter, du schneidest jetzt immer rein, wenn du irgendein Trash-Game spielst, so als Endbewertung. Wir geben 3 fliegende Gander von 5. Nein, wir führen auch die Stempel ein. Ja. Aber bei uns wären das Filmstempel. Ja. Wer ist das da links neben Bilbo? Kennt man das? Das sollte der Armin sein. Nicht. Was? Dann heißt das bei uns schlecht als Wolf-Team, dann heißt das bei uns schlecht als sowjetische Version von Lord of the Rings. Ja. Ja. Wäre ich auch dafür. Nee, also ich muss sagen, ich finde Zombies Waves noch schlechter als das, wenn ich ehrlich bin. Ja, Zombies Waves schlechter als Wolf-Team. Nee, ich meine schlechter als der Film. Ach so. Ja gut, dann hast du ja schon den ersten Titel, der diesen Prädikat bekommt. Schlechter als dieser Film. Guck mal, das Gimli. Alter, was? Mega sieht aus, ist eine Frau, okay? Warum hier? Wenn meine Frau. Ja, passt aber. Weiß Elfen. Was ist trotzdem, Mama? Was ist... Ah. Ui, so komplett. Wie viele Kerzen sind da? Noch eine Kerze? Ich dachte, die mochten Kerzen. Die mochten auch den Typen. Ja. Also das ist wieder richtig relevant für den Plot. Also ich spüre es richtig, wie der Plot voranschreitet. Wenn ihr irgendwann ein Trinkspiel machen wollt, sagt diesen Film und sagt, jetzt mal einen kurzen, wenn eine Kamera, wenn eine Hä? Spielen wir das nicht? Doch, wir schon, aber ihr könnt mal weiter in die Welt tragen. Achso, spielen wir nicht das Trinkspiel jedes Mal, wenn eine Kerze im Bild ist, einen kurzen? Ja. Machen wir doch. Ich dachte, jedes Mal, wenn wir uns unwohl fühlen. Weiß nicht, was von beiden schon mal. Also ich kann mir halt schlecht eine Whiskyflasche in den Hals stecken. Ich hab eine Wodkaflasche hier, passend zu. Na doch, probier mal. Gott, dann kotze ich. Guck mal, er hat sich umgezogen. Ich will nicht mehr trinken. Ich will nicht mehr leben. Guck mal, gib mir einfach einen Tisch. Das finde ich hat aber wieder Stil. Einmal mal den Zwerg als Tisch nehmen. Müssen wir uns für dieses anmerken. Alles klar, Boko, auf geht's. Alter, oh Mann. Kriegt ihr das Papier, schnell weg. Die Schwerte. Oh Mann. Oh nein, nicht die Wags. Was sehen wir da? Ich hab keine Ahnung. Die Wags. Was soll ich nach Hause? Stop Motion, Alter! Oh, wie siehst du es nicht? Das ist eine Frage! Alter! Diese Geschwindigkeit, Junge! Mom! I'm scared, please come pick me up! Guck mal, Krokodil, oder? Ja. Papierkrokodile, lauft! Oh. Paddelies ist wieder Tag! Ja, recycelte Szenen aus dem Auenland, Alter! Techno! Haben die das gerade nur hintereinander geschnitten? Na klar, die haben nur drei Leute, die ja, haben nur drei Pferde. Nein, aber die Szene im Hintergrund wechselt sich ja auch nicht.
Ja, das ist ein Cut-Fehler, weil die neunte doch schon längst übergespült. Und zeigen die ihn nochmal. Die haben halt auch nur drei Reiter, die sind immer im Kreis um die Kamera gelaufen. Ja, die haben nur drei Leute, die reiten ja, können. Klar. Fertig. Ja, und Karadras war neuerdings auch eine Höhle. Kein Berg. Ich habe eine Sehenscheinentzündung, ne? Aber ich bin so glücklich. Vor der Scheier! Für Spandau! Hä? Ist jetzt freiwillig da reingesprungen? Aber achte drauf, wie er gerettet wird. Er fällt jetzt in die ewige Höhle. Er auch? Und wie rettet Aragorn ihn jetzt? Er springt einfach hinterher. Und fängt ihn auf. Wer ist das? Legolas, die Frau. Ach ja, stimmt. Er ist einfach gefangen, indem er einfach hinterhergesprungen ist. Oh, Legolas wieder gut drauf. Ja, es ist so schlecht. Alter, ist das scheiße. Welche Szene soll das sein? Das ist Karadras. Angeblich. Da wo Pippin in den Bums in dem Boden. Ja, aber er hat gerade gesagt Karadras und nicht noch Moria, wo er reinfällt. Der Zwerg, ey. Der Zwerg geht die ganze Zeit in den großen Hocker. Aber das ist echt, das soll, richtig Mühe. Das soll echt Moria sein. Richtig Boden. Streichhölzer. Ah, ich hab die Kamera zugegeben. Jetzt erzählt er uns seinen bösen Plan, Osha. попали в страну Морию. А, это за страна такая, Мория. Здесь жили трудолюбивые малютки гномы. Друзья мои, давайте поедим. Давайте. Как в Мории найдутся стулья, а поесть можно и сидя на ступеньках. Это Лео, это echt eine Frau am Kasten lassen du. Ja, finde ich aber passend. Ja. Also tatsächlich haben sie ja in den Büchern geschrieben, Elfen sind so selbst. Ja klar, das erkennt man den nicht, ja, aber schon. Aber ich find's trotzdem geil. Da hättest du doch einen femininen Mann postgeartet, statt jemand mit Brüsten. Also das fällt ja doch schon ein bisschen mehr auf, finde ich. In Russland gibt es keine femininen Männer. Da gibt's nur Männer. Da. Das ist irgendwie doch ein Mann, die eine Hobbit-Dame. Ja, deswegen hat man auch da getauscht. Ja. Oh, guck mal, da sind Orks wieder. Alter, also vor denen hätte ich schon Schiss. Guck mal an, ey, wie die. Ja. Also, uiuiuiuiuiui. Und jetzt kommt die beste Kampfszene. Ey, Kabuschke! Das könnte aus Gabriel Knight sein, ne? Aber wirklich aus Gabriel Knight. Guck mal, wie er sich halt einfach ablacht. Das ist. Er kann es auch nicht ernst nehmen. Boah, Bommi, haut alle weg. Ja, aufs Maul, ey. Jawohl. Ich schreie damit. Guck mal, genauso viel FPS, wie wenn man The Witcher 3 auf der Switch spielt. Oh, das ist auch wieder weg. Ja, so viel FPS, als hättest du eine alte Grafikkarte und mach auch zu 10 mal FPX an. RTX an. Ja. Guck mal, jetzt ist die Grafik so aufgedreht, dass der Sound weg ist. Oder das. Alter, Legolas mit dem Riesenschwert, jawohl, rein da. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich mich entscheiden müsste, 5 Stunden Gabriel Knight zu spielen oder das zu gucken, dann würde ich 5 Stunden Gabriel Knight spielen. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, also morgen 5 Stunden Gabriel Knight, ja. Alles kannst klar. Kannst meinen Cox sacken. Oh, Gandalf dreht durch. Oh, da kommt die. Das ich hab ne Fackel und ich hab alles, die zu benutzen. Das ist kein Kampf, das ist ein Gore-Festival. Das ist einfach, die sind einfach am Viben, ey. Ja. Die kommen einfach auf den Kuhdamm in Berlin. Mary! Ты жив? Mary! Насколько мне известно, мертвые не разговаривают. Hä? Erste Hilfe, dann. Ja, 10 von 10. Max geskillt. Er hat Heilkunde-Wunden auf 15, sieht man ja. Ist halt echt so. Erst mal den Hut aufsetzen, dann geht's schon. Ja. Und die Pfeife im Mund, ist ganz. Der Typ ist eigentlich die schlimmste Rolle von allen. Apropos Leveln, wann dürfen wir das wieder? Die Brücke von Khazad Dûm, oh nein. Guck mal, wie krass die ist. Wie sie jetzt diese Szene
Vergleich mal Peter Jackson, Color Doom mit dem hier. Was ist actionreicher? Also ich habe gerade schon richtig harte Gefühle gerade. Ja, also... Man kriegt wieder Probleme, mit diesem breiten Klang zu gehen. Warte, wie ist diese Szene? Und wieder zurück. Oh, ihr Blatt. Oh, also ich fühle gerade richtig mit, das ist richtig spannend, wie der da tänzt. Nein, Aragorn nicht! Tu es nicht, halt dich! Ich leih dir meine Kraft! Lass nicht das Alufolien-Schwert fallen. Ja, ihr schafft es! Ja, alle Aragorn hinterher, juhu! Warum hüpft Legolas so? Guck mal, was macht der? Wer ist der Typ mit dem Stock? Ein Schäfer aus der Gegend. Bauern aus der Gegend und entscheiden in den Höhlen. Oh, 10 bis 15 auf dem B20. Oh nein. Nein, warte. Ich will nicht, wenn ich an den Barock denke, dass jetzt gleich was sagt. Oh, wer kommt im Blick haben? Nein. Es gibt keinen Balrog. Gar nicht, so. Hat sich verlaufen. Ja, er ist einfach weg. Hä, der war doch gerade noch hinter euch. Man hat es sogar gesehen. Spuck mal zurück, Leute, ihr seht das. Der ist heute über die Brücke und dann ist er weg. Hast du gesehen, wie geil der Schauspieler, dass er gestorben ist? Oh. Ja, der ist wohl gestorben. Ja, naja. Oh, geh mal weiter, nein, oder? Nein, Gandalf, nicht Gandalf. Er hat sich verirrt, er ist tot. Oh. Er sagt halt wirklich, wo ist Gandalf? Ah, er muss sich verlaufen. Ja, und dann ist er tot. Er ist bestimmt gestorben, als er uns beschützt hat. Naja. Naja. Passiert. Lass erstmal hier sitzen und die Feinde näher kommen. Man will dann die Pässe noch. Warte. 20 Minuten noch. Du hast es bald geschafft. Ich will Seppuku begehen. Ich helfe dir, wenn du mir hilfst. Ja. Kann ich nicht, ich bin dann tot. Oh, da ist er wieder. Ich glaube, wir haben so eine neue Foltermethode für Guantanamo entdeckt, ne? Ja, wirklich. So, jetzt kommt Lost Lorien. Was? Ja, also bin ich authentisch, wie war das Film? Also sorry, ich hab gleich keine Emotionen mehr übrig. Ich guck gleich einfach nur so. Also wirklich, danach was bist du halt wirklich ein Psychopath, ne? Danach kann ich halt nichts mehr glücklich machen oder so. Tobi, das ist dann halt der Moment, wo du bewusstseinserweiternde Drogen brauchst. Habe ich nicht gesagt, echt? Das ist ein Fiebertraum? Habe ich nicht gesagt, das ist ein Fiebertraum? Das ist nein, Mann, in einem Fiebertraum erlebst du ja wenigstens noch was. Vor allem, da ist der Facecam ist immer nur blau, lila, das ist geile Farbgebung hier. Guck mal, Gimli hat gar nichts gesagt. Ich weiß nicht mehr, wer der ist. Der hat irgendwie so ein rotes Kaplan-Käppchen auf. Gimli ist der Tisch, lieber Kopf. Stimmt, der Tisch! Ja, das war meine einzige Rolle! Ja, der durfte nicht mal was sagen! Alter, das ist so scheiße alles. Also ich gebe dir das im ersten Teil, also ist es schlimmer geworden. Das ist nicht mal mehr ein Fiebertraum, du liegst halt im Delirium und du weißt, wenn du in den nächsten 20 Minuten nicht runtergekühlt wirst, bist du halt weg! Ja. Der zweite Teil ist um einiges schlimmer, Alter. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder Freude empfinden kann. Schau dir echt schnell, Ringe. Was ist denn hier? Nee, ich glaub, nee. Also, kann ich mal mit Fug und Recht behaupten, ich hab halt alles von Herr der Ringe gesehen. Auch diese Scheiße hier. Ich kann behaupten, was ich immer noch behaupten kann. Das, was wir hier gerade sehen, ist immer noch besser als Staffel 8 von Game of Thrones. Da hast du durchaus recht. Stimmt, so betrachtet ist es auch noch okay. Weil ich empfinde nämlich keinen Hass, während ich das gerade schaue. So will ich auch ins Bett gebracht werden. Boah, eine Glocke. Hauptsache am Essen. Also die Glocken würde ich auch mal läuten wollen, du. Ejo. Ich bin ganz ehrlich, ne, hätte ich Staffel 8 Game of Thrones gerade zu Ende geschaut und ich hätte mir das danach anschauen müssen, keine Ahnung, hätte ich mich aufgehangen oder so. Warum danach hätte ich Gießkanne?
Ich wollte gerade fragen, warum ich ihn gießen will. Der muss noch wachsen im Schritt. Wie heißen nochmal diese Viecher, die auf so einer Insel, auf so einem See leben und Männer anlocken? Über Asterix, die Rehen. Weißt du? Die Rehen. Sirenen. Genau. Ja. Genau, so fühle ich mich gerade. Ich habe das Gefühl, das sind es. Das sind keine Elfen, das sind Sirenen. Biestige Elbenweiber. Haben die das nicht auch im Buch gemacht, dass sie so... Guck mal, ihr da... Wie der Captain, wenn er wieder sein Wein trinkt. Der ehemalige Captain, Entschuldigung. Nee. Wenn er in einem Bordell Wein getrunken hat und voller Frauen war. Ja, das sind ein, zwei, die Szenen. Und jetzt ist Frodo weg. Ich bin geil, wie die da einfach da steht. Ich versteh immer noch nicht, was da gerade passiert. Dinge. Ganz viel Magie. Пускай отдохнут. Усталые хранители прилегли на траву. Но Фродо ошеломленно озирался по сторонам. Он смотрел на канувший. Der hört gerade Pink Floyd. Der sieht halt aus wie Peter Jackson, ne? Ein bisschen, ja. Das ist Peter Schneider. Ja. Das ist Petr Jakovsky. Nein, hier ist Patrick. So sieht Beckmann auch gerade aus, als er auf dem Klo saß. Der sieht zu wenig arabisch aus. Tobi weiß, wie ich aussehe. Ja. Die Mimik und Gestik sieht aus wie Beckmann auf der Toilette, wenn er in den Spiegel guckt. Gerade so. Warum werde ich jetzt hier eigentlich gefrontet? Was willst du eigentlich von mir? Gar nicht. Noch genauso aus. Warum? Ja. One does not simple walk into Stalingrad, ne? Ja. Sean Bean, hol mich raus, Alter. So sehen wir gerade alle aus. So viel Bo war Gondor. Der guckt echt so, wo war Gondor eigentlich? Wo ist Gondor eigentlich? Ja, ich bin eigentlich König davon, ich weiß gar nicht, wo das ist. Was hab ich überhaupt einen Bruder? Alle Fragen. Gondor. Wo war Gondor, als Leningrad gefallen ist? Ja, echt mal. Wo war Gondor? Aber niemand fragt, wie war Gondor? Oh. Ja, es funktioniert auf Deutsch nicht so gut. Album gibt's erst. Wo war Gondor als Tschechien annektiert? Hä, hat er gerade einen Hitlergruß gemacht? Alter. Erstmal kuscheln. Gruppenkuscheln. Warum sehen die halt aus, als wurden die halt alle gerade... absolut durchgevögelt. Alter, die haben... Guck mal, das ist drei Flaschen Wodka in Dose. Das ist das Zentrum der Elben. Also guck sie an, wunderschön, oder? Alter. So aus, wie so ein kleines Spielhaus von meiner Tochter oder so. Das war's auch, glaub ich. Legolas ist immer noch fertig. So, jetzt kommen die Trötenkinder. Das sind keine Kinder, das sind Zwerge. Nein, wir sind ja im Elbenland. Nein, ich meine, die Schauspieler sind Zwerge. Natürlich. Wie heißt er nochmal? Galadriel? Genau. Jetzt kommt Galadriel. Wer? Die Elbenkönigin quasi. Hey, die haben wir diesen Ach, Thron die Freundin waren. Von Aragorn, oder was? Nein, das ist Arwen. Die wurde einfach weggelassen, außerdem. Gefühlt. Die gab's ja auch im Buch nicht. Die hat ja Peter Jackson hinzugefügt. Zumindest im Film. Da, Galadriel. Nein, das stimmt nicht, Sören. Die wurde in der einen Szene von die wurde in der einen Szene ausgetauscht, als Frodo von denen reitet, aber in ja, Bruchteil treffen die sich. Ja, aber in den Büchern kommt sie immer nur so nebenbei vor. Also genau, Peter Jackson hat die wieder überhaupt viel gut gemacht. So, Legolas ist auch wunderschön geschminkt. Ich weiß nicht mehr, wer Galadriel ist. Das ist die, wo Gimli drei Haare von bekommt, obwohl er nur eins haben wollte. Die Olle, die den so Spiegel hat, wo Frodo gleich reinguckt, wahrscheinlich nicht. Ey, ich bin ganz ehrlich, wie schon gesagt, ne? Ich fand die Gefährten immer den schwächsten Teil, ne? Das ist Galadriel, das ist Olga. Sieht man doch. Galadriel. Warum hat der Lippenstift? Ich weil der frisch aus dem Gulag kommt.
Da ist Sam mit seinem wunderschönen Augenbrauen. The Quest is a hard one, die ist leider zu hochlevelig für dich, du musst umdrehen. Mach nochmal ein paar Nebenquests. Warum sieht... Kauf dir Battle Pass. Mir eigentlich wie der professionellste Schauspieler in den ganzen Konstrukt aus. Hey, was hast du gegen Rowan Atkinson? Keine Ahnung, da muss ich auch. Ach, Galadriel heißt jetzt Galadriel die Seherin. Mhm. Ja. Genau. Ich glaube auch. Sie war doch der Mond, oder? Irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwas. Sie war älter als der Mond. Irgendwas war aber mit dem Mond bei ihr. Und ausrastet auch sowas, ja. Oder kommt wieder. Oh. Alter. Oh. Dim, 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 dim. Hab was jetzt. Ja. Wir haben schon lange kein Techno mehr. Ja. Ja. Seit die Nazgul weggeschoben wurden, kam kein Techno mehr. Ja. Das hat man nur nicht gesehen, wie die weggeschoben wurden. Der Einstellung sieht der 1-2-1 auf wie Mr. Bean. Wenn er jetzt noch einen Teddy rausholt, ist vorbei. Aber halt übelst verknüttelt. Ja. So richtig wie ein Achtarmiger reingeorgelt. Ja, Mr. Bean nach einer Goa-Party. Sehr halt. Was Legos eigentlich mit Legolas? Legolas. Also hat der Ding so gesagt, zeigt ein schlecht gelautes Gesicht. Warum hat er auf einmal graue Augen? Ey, super. Ich find's so geil. Legolas wurde bisher viermal, glaube ich, gezeigt. Und dreimal davon hat er gefacepalmt und einmal davon hat er sein Facepalm aufgelöst. Ja, Gimli wurde dreimal gezeigt und zweimal davon war er ein Tisch. Und dann ein Wort gesagt haben sie yes. Du meinst da. Ja. Wir lernen sehr viel von unserem DSA-Runde in diesem Film. Das ist echt Worst of DSA, oder? Das ist halt nicht Worst of DSA. So stell mir Worst of DSA vor. Das sind die Einkommen. Ja, wenn jetzt ein Hoverpanzer reinfährt und Bauer fragt, was wir hier machen, ist das Worst of DSA. Es fehlt halt, dass die Protagonisten sich schon 7-mal umgebracht hätten bei dem Plot. Ja. Einfach die Kehle durchgeschlitzt. Vielleicht ist das Symbolbild, wenn die schwarzen Reiter da kommen, dass sie zweimal versuchen, sich umzubringen, aber keine kommen. Ich hab schon einen Herzinfarkt. Ja, mal hätte ich einfach weggeboxt. Kassian, hast du einen Herzinfarkt? So, mal gucken, wie sie jetzt schauspielerisch darstellt, wie sie. Aber Galadriel hatte auch nie den Ring in der Hand. Doch. Doch. Echt? Ja, sie wurde doch zu dieser. Ach so. Hä? Also im Buch hat sie den Film. Im Film guckt sie nur an und nimmt ihn nicht, aber im Buch nimmt sie den auch kurz in die Hand. Echt? Ja, und dann wird sie crazy und dann gibt sie ihn zurück. Ja, eben, das habe ich nämlich auch noch so halb im Kopf. Aber ich dachte, das wäre nicht im Buch gewesen, sondern nur in. Schaffe die These, ich bleibe Galadriel, genauso wie es auch gerade sogar hier sagt. Dann gibt sie zurück. Ja. Ja. Ich glaube, ich höre mir nachher erstmal die Hörbücher zum Einschlafen an, damit ich wieder Mensch bin. Ja. Könnt ihr gleich die 9 Stunden Extended Trilogie? Ja, von Gandalf. Die sowjetische Fassung aber. 9 Stunden. Das ist Sauron. Das ist Sauron. Das Auge, Alter. Das Auge Saurons. Ja. Okay. Hat so ein bisschen Cthulhu-Walz. Ja, das Game. Das Game, guck mal, das ist das Game. Der Film ist scheiße. Das Game Unite als Film. Game Unite Film hätte ich auch Bock drauf. Ja. Könnte auch in der Wirklich, dann würde ich lieber zum Eunuch werden. Was ist das denn jetzt für eine Christentum-Anspielung? Lass doch die Äpfel am Baum. Ja, echt, sowas soll das? Das hat gar nichts mit dem Ursprung zu tun. Ist keine Christentum-Anspielung, es gibt keine Religion in der Sowjetunion. Punkt. Ja, tatsächlich. Also, es ist nicht mein Apfel, es sind unsere Äpfel. Ja. Kamerad, würde ich das abholen. Ist auch so, jetzt so geil. Jetzt hier. Ich teile den Apfel. Ja, hier. Unsere Äpfel. Soyuz, ne, Rushi, wie sind wir da einfach weggeworfen? Genau. Hier, ich teile den Apfel mit dir, wirf die Hälfte so einfach weg.
Золотое колечко доставляет нам столько тревог. Beckmann, nur noch 5 Minuten, dann hast du es geschafft. Ja. Как оно выглядит? Schon lange keine Kerzen mehr gesehen. Schauen wir gewünscht, Boromir wäre schon vor einer halben Stunde gestorben. To be fair, das Buch endet doch auch. Ja, es endet auch. Das ist auch Cliffhanger damals gewesen. Es endet tatsächlich auch, bevor er stirbt, ja. Der ist toll. Boromir ist auch so krass, er könnte wie in die Kamera gucken. Hm. Hoffentlich sind die letzten 4 Minuten Credits oder so. Dieser will Preußen auch wieder aufnehmen. Aber wo ist der Rüttelteil? Das fehlt. Den brauchen wir. Das haben uns als Strafe für diese Aussage aus der Zombie-Welt spielen. Sich aus wie ein Verräter, hat so Hände am Hals. Ja, ich ja wirklich jetzt. So wie die Strafe ist nicht so gut, weil ich musste schon Zombie-Wave spielen, ja, also. Das ist so geil. Sehe ich aus wie ein Verräter, hat so beide Hände als ein fucking Hals. Ich aus wie ein Verräter. Fool of Tuk. Fool of a Cook. Weil wir brauchen. You shall not cook. Nächstes Mal auch ein Freund irgendwie erwürgt ihn und sagt, ich hoffe, wie ein Verräter. Haben wir das Kreuz hinten dran? Heißt das aber, dass er jetzt schon tot ist? Warum hat er sich so gerade angehört, als würde der wie Rudolf Hess sprechen? Weiß ich auch nicht. Нет. Нет. Я никому не могу доверить кольцо. Прощай. Фродо, вернись. Верни. Куда же ты, Фродо? А как же остальные? Also diese Dramaturgie. Понимаешь, Сэм? Ich kann mich fast nicht halten, vor Spannung. Ja. Чувствую, темная сила кольца уже начала действовать у нас в отряде. И все устали. Я должен идти один. Как же так, Фродо? Как же так? Без всех, Augenbrauen, Alter. А если с тобой что-нибудь вдруг случится? Ey, ganze Typ ist aber eine Karikatur, Alter. Das ist ein Mongole, Alter. Was hat der überhaupt für eine Haarfarbe? Значит, не удалось, ты знаешь, Сэм, я ужасно этому рад. Видно, так уж суждено идти нам в лес. 5 Uhr morgens nach der Party nochmal überlegt, in einen anderen Club zu gehen, das sind die beiden gerade so. Ja. Ja, ist eine gute Idee, Alter, rein da. Ja. Richtig in die Rüstung, Schalane. Unterwegs noch ein Döner. Oh, jetzt wollen wir so ein bisschen Reste essen bei Mc's, ne? Разведём костёр. Mama, hole ich mich ab, ich will nur noch nach Hause. Wo haben sie die Pferde her? Ja. Still a better love story than Twilight. Ja. So, Jungs. Ihr habt's geschafft. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall weniger Mann, als ich vorher war, ne? So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, ich geh mich da mal hängen. Alter, nein, schau mal die Größe sich mal an. So. Alter. Ich glaub, da muss man, also wirklich, ich brauch jetzt erstmal eine Dusche oder so, ne? Ich fühl mich auch richtig dreckig. Ich fühl mich auch richtig dreckig irgendwie. Beschmutzt. Ja, ist halt echt so. So dreckig habe ich mich nicht mal gefühlt, als ich mit Pater... Nein, lass mir das. Also ich fühle mich noch ganz okay, aber ich habe mich darauf schon eingestellt. Denkt daran, wer das vorgeschlagen hat, wenn ihr überlegt, wen ihr haut. Schönen Abend noch. Ja, macht's gut, liebe Zuschauer. Oh Gott, schaut euch nicht nochmal das an, bitte. Schaut euch nicht an, wenn ihr jetzt, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, dann hasst ihr euch vermutlich selbst. Ja. Also, guckt euch lieber Two Girls One Cup an. Habt ihr mehr von? Esst dabei ein Schokoeis. Und macht bitte was aus eurem Leben, ja? Ja, nicht wie wir. Bitte. Also gut, ciao, ciao.